Abholshow. Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Bitte stell dich unseren Zuhörern mit deinem Namen und deinem Beruf vor. Also mein Name ist Peter Popp und ich bin Regisseur und Autor und Produzent von Filmen und manchmal mache ich auch noch die Musik für meine Filme zum Teil. Schaffst du es, die Geschichte von deinem Film Lieben Bradur und die Magie der Schwerkraft in 3 Sätzen zusammenzufassen? Ich hoffe. Also Lieben Bradur und die Magie der Schwerkraft zeigt in unterhaltsamer Weise die Erkenntnisse von Albert Einstein über die Schwerkraft und zeigt uns die Geheimnisse der Schwerkraft auf, wie die Schwerkraft funktioniert. Und er hat uns ein völlig neues Bild gezeigt, wie die Schwerkraft eigentlich funktioniert in seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und das zeigt der Film für jeden verständlich, so hoffe ich doch auf. Wie bist du auf die Idee für den Film über Einstein gekommen? Ich mache schon seit 10 Jahren Filme für Planetarien. In Planetarien kann man seit einiger Zeit Filme in 360 Grad anschauen. Ich glaube, ihr habt es schon mal gesehen. Und die Idee entstand, weil ich einen Film über ein Planetarium machen wollte. Und das Schreiben ist ein kreativer Prozess und das hat sich dann über die Zeit, wo ich zum Schreiben angefangen habe, so entwickelt, dass es dann über die Schwerkraft ging. Also es ist eine kreative Arbeit gewesen am Schreiben und dann hat sich entwickelt, dass ich es über die Schwerkraft machen will. Fandest du Einstein und 360 Grad passt besonders gut zusammen? Ich finde, dass das Thema Schwerkraft kein einfaches Thema ist und ein Film in einer Kuppel hat die Möglichkeit oder er bietet die Möglichkeit, dass man die Sachen besser versteht, weil man in dem Film drin ist. Und die Visualisierungen, wie sich Schwerkraft verhält, da eignet sich der Dom, finde ich, besonders gut. Und man versteht das Thema im Dom besser wie auf einer flachen Leinwand. Wir sind ein bisschen verwirrt, als wir den Film angeguckt haben, weil der Junge im Film wird Luke genannt, aber er selbst nennt sich Limbradur. Also wie heißt er jetzt wirklich? Der heißt wirklich Luke, aber er hat sich das ja alles ausgedacht. Er liegt am Schluss in der Hängematte und da erkennen wir, dass das alles seine Fantasie war, dass das die Geschichte war, die er sich gerade so erträumt hat. Und in seiner Traumgeschichte, in seiner Fantasie nennt er sich Limbradur. Hat der Name Limbradur eine Bedeutung oder hast du dir den Namen einfach nur ausgedacht? Den Namen habe ich mir ausgedacht. Das ist, weil er ein Zauberschüler ist, dachte ich mir, passt Limbradur ganz gut, weil das ein bisschen geheimnisvoll klingt. Im Film geht es um Einsteins Relativitätstheorie. Und der Physiker hat als Kind selbst ja in München gewohnt und ist ja hier zur Schule gegangen. Angeblich ist er ja von der Schule geflogen, weil er so frech war. War deine Schulkarriere auch erfolgreicher? Also ich habe in die ganze Schulzeit durchlaufen, die man in Deutschland machen kann. Ich war nicht immer ein aufmerksamer Schüler. Mich hat vor allem Zeichnen und Musik interessiert. Ich habe sehr früh Musik gemacht und hatte eine Band. Und mich hat immer Kunst und Zeichnen, Musik, das Kreative interessiert. Und die Schule ist dann irgendwann, nachdem ich immer mehr Musik gemacht habe, nebenbei gelaufen. Welches Fach war dein bestes und welches war dein schlechtestes? Und wie war deine Physiknote? Also
Ich muss sagen, in der Schule hat mich Physik gar nicht interessiert. Mich hat Zeichnen interessiert. Also die beste Note hatte ich immer in Zeichnen. Das war mein Fach, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Das macht mir auch heute noch Spaß. Und was hast du noch gefragt? Was meine Physik weiß ich nicht mehr, aber da war ich nicht gut in Physik. Mathematik und Physik und Chemie hat mich damals nicht interessiert. Heute muss ich sagen, interessiert es mich. Ich finde die Zusammenhänge unserer Welt und der Natur sehr interessant. Hast du beim Machen von dem Film auch neue Sachen zum Thema Schwerkraft und Relativitätstheorie gelernt? Ganz viele. Also das Thema Schwerkraft ist ein ganz wesentliches Thema, das das ganze Universum, aber auch unser ganzes Leben beeinflusst. Denn wir leben in der Schwerkraft. Ja? Wenn wir was fallen lassen, fällt es runter. Unser ganzer Körper ist so gemacht wegen der Schwerkraft. Ja? Unser Herz muss das Blut durch die Blutbahnen pumpen, weil es Schwerkraft auf unserer Erde gibt. Also jedes Element und jedes Ding und jedes Detail in unserem Leben ist von der Schwerkraft beeinflusst und ich habe sehr viele Sachen neu gelernt, weil ich musste da sehr viel nachlesen. Um ein Drehbuch zu schreiben, muss man in das Thema eintauchen und ich habe sehr viel nachgelesen, sehr viele Filme dazu angeschaut, Bücher gelesen und habe natürlich auch wissenschaftliche Beratung. Also es sind wissenschaftliche Berater dabei, die sich viel mehr im Detail auskennen wie ich, damit das, was ich dann schreibe, auch wissenschaftlich alles korrekt ist. Wie bist du darauf gekommen, dich mit so vielen komplizierten Dingen zu beschäftigen, wie der Schwerkraft, und darüber einen Film zu drehen? Ja, mich hat schon immer, und zwar auch als junger Mensch, interessiert, was das Geheimnis der Welt ist. Der Goethe hat gesagt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das hat mich schon immer interessiert und das hat sich dann im Laufe meines Lebens so ergeben, dass ich ich habe zum Beispiel einen Film auch über Bäume gemacht und das war sehr interessant, darüber nachzulesen, wie Photosynthese funktioniert, weil Bäume sind in der Lage, aus Sonnenlicht ihre Nahrung zu machen, nämlich Zucker. Und das sind sehr faszinierende Themen und so kam ich dann auch auf die Schwerkraft und ich finde, jeden Film, den ich gemacht habe, hat mich mehr damit in Verbindung gebracht, wie toll und geheimnisvoll unsere Welt ist, in der wir leben. Glaubst du, die Kinder haben nach der Schule noch Bock auf einen Film, in dem es um Physik geht? Ich glaube schon, weil es geht in dem Film ja um unterhaltsames Lernen oder um eine unterhaltsame Vermittlung des Inhalts Schwerkraft. Und mir geht es darum, dass man Spaß hat beim Lernen, dass es nicht nur Fakten sind, die man hört und sieht, sondern dass es in eine Geschichte eingebettet ist, wo man mal lachen kann, wo man von einer Figur, der man gerne folgt, durch die Geschichte geführt wird und vielleicht versteht man nicht jedes Detail, aber ich erhoffe mir davon, dass man aus dem Film rausgeht und ein bisschen Interesse an dem Thema hat oder sich auch für was anderes interessiert, dass man sieht, wie interessant manche Themen sein können. Ja. Ein Roboter erklärt Limbrador, was die Schwerkraft ist. Warum ist es eigentlich nicht andersherum? Ja, weil im Film es so ist, eine Hauptfigur, die schon alles weiß, der mag niemand folgen. Die Hauptfigur muss jemand sein, der eben noch wenig weiß und der noch Fehler hat und der sich eben verbessert über die Geschichte. Und unser Roboter ist ein lustiger Charakter, der eben so viel schon gespeichert hat, weil er eben eine digitale Figur ist. Und die machen ja da einen Deal, sie machen ein Geschäft. Der Roboter bringt ihm alles über die Schwerkraft bei und der Roboter, na, was bekommt der von ihm? Er darf das Zaubern lernen. Im Film ist vom Albert Einstein Museum die Rede. Wenn wir jetzt losgehen würden, wo würden wir es finden? In eurer Fantasie. Das haben wir uns über. Es gibt ein Albert Einstein Museum in Bern. Das gibt es wirklich, aber nicht, dass ihr im Film seht. Für den Film haben wir das extra entworfen und diese Räume sind auch so entworfen, dass sie zu der Geschichte, die wir erzählen, passen und das ist also ein Fantasiemuseum. Wenn du dich entscheiden müsstest, was am Film toller ist, würdest du sagen, die Technik oder die Geschichte? Die Geschichte.
Wie macht man so einen 360-Grad-Film? Gibt es eine besondere Kameratechnik, Software oder eventuell auch Kameralinsen? Also der Film ist ja animiert. Der Film ist komplett im Computer gemacht. Es ist ein 3D-computeranimierter Film. Und es ist ein Film, der in einer Kuppel gezeigt wird, also ein 360-Grad-Film. Das ist komplizierter, so einen Film zu machen. Dafür braucht man eine digitale, virtuelle Fischaugenkamera, die eben alles abfilmt. Ja? Wenn man diesen Raum, man kann den auch real abfilmen wollen würde, würde man die Kamera hier in die Mitte stellen und sie würde 360 Grad euch alle hier abfilmen. Und so mit so einer digitalen Kamera arbeiten wir auch. Es arbeiten sehr viele Leute, es haben 60 Leute an dem Film mitgearbeitet und es sind sehr viele Arbeitsschritte nötig, um so einen Film zu machen. Und es geht los mit dem Design, also als allererstes mit dem Drehbuch schreiben und dann muss man die Charaktere designen, die werden erstmal mit der Hand gezeichnet, dann werden sie im Computer umgesetzt als 3D-Figuren, die kennt ihr alle. Ihr habt alle schon mal einen 3D-Film gesehen. Findet Nemo zum Beispiel oder einen anderen 3D-Film. Und dann werden die Figuren animiert und dann wird der Film am Schluss rausgerechnet und dann kann man ihn anschauen im Planetarium. Also habt ihr jetzt Kameras verwendet oder nicht? Ja, natürlich hat man eine Kamera verwendet, eine digitale Kamera. Also das ist da der Film im Computer gemacht ist, muss man eine digitale Kamera verwenden. Und keine echte, weil es ja kein Realfilm ist, sondern ein computeranimierter Film. Hast du die 360-Grad-Filmtechnik erfunden? Nein, die habe ich nicht erfunden. Die gibt es schon, die ist ganz neu, muss man sagen, verhältnismäßig neu. Es gibt es vielleicht seit 15 Jahren oder noch ein paar Jahre länger. Aber ich bin ein Filmemacher, ich mache die Filme für die 360-Grad-Filmtechnik. Kinos. Hast du geholfen, die speziellen Kameras für die Full Dome Technik zu entwickeln? Nein, ich bin kein Techniker. Also ich schreibe das Drehbuch und ich führe die Regie, aber die Technik, das sind wieder andere Spezialisten und ich habe also technisch das nicht entwickelt. Wenn man die Szenen gedreht hat, wo kann man sie sich hinterher anschauen? An einem normalen Computerbildschirm ist das ja ein bisschen schwierig. Ja, wir schauen die Szenen am normalen Computerbildschirm an, aber da der Film für einen Dome gemacht ist, gehen wir immer in unseren Testdome. Wir haben nebenan in unserem Studio einen Dome und in dem testen wir jedes Bild und jede Szene, jede Kamerafahrt, um zu sehen, ob sie für die Kuppel richtig funktioniert. Denn in einer Kuppel muss man die Kamerafahrten immer viel langsamer machen wie für einen herkömmlichen Film. Warst du bei den Dreharbeiten irgendwie einmal kurz davor, eine Kamera oder Computer aus dem Fenster herauszuwerfen? Nein, so weit war ich noch nicht. Aber es wird ja alles exakt geplant und es geht alles eigentlich ziemlich nach Plan vor. Natürlich gibt es immer wieder Schwierigkeiten und es steht nicht alles fest, was man macht. Und es sind sehr viele Arbeiten, wo man auch wieder mit Leuten verhandeln muss. Wir haben zum Beispiel die Musikrechte von David Bowie noch dazu geholt. Da muss man während des Films so Verhandlungen führen. Aber das lief alles sehr gut und nein, es hat einen großen Spaß gemacht, den Film zu machen. Was ist das Schwierigste beim Dreh und auf was muss man besonders achten? Das Schwierigste beim Dreh, also das Schwierigste und ist eigentlich der Anfang, das Drehbuch schreiben und die Charaktere entwerfen, weil das definiert den Film. Und dann werden auch die ganzen Sets entworfen, zum Beispiel bei uns spielt ja alles in dem Museum oder dann in dem Kinderzimmer von dem Luke. Die Sachen müssen entworfen werden und da wird sehr viel Arbeit reingesteckt, denn das definiert dann später, wie der Film ausschaut. Und ist der Rest, ich will nicht sagen, mehr ein Abarbeiten. Das Animieren ist auch nochmal sehr schwierig und kompliziert, die Charaktere praktisch in Bewegung zu bringen. Da gibt es auch wieder Spezialisten dafür, die das machen, damit der Charakter durch den Raum fliegt. Und dann gibt es noch eine besondere Tätigkeit, das nennt man Special Effects, die speziellen Effekte. Ihr habt gesehen, dass der ganze Raum sich einmal auflöst, weil der Lümbradur das ganze Museum wegzaubert. Und das machen dann auch wieder Spezialisten,
die diese speziellen Effekte herstellen. Warum hast du Limbrado nicht mit echten Menschen gedreht? Ja, also zum einen hat man, wenn man einen Film computeranimiert, mehr Möglichkeiten, gerade weil es um einen Zauberer geht. Natürlich könnte man den auch real drehen, aber es gibt mehr Möglichkeiten. Es ist eine andere Art, eine Geschichte zu erzählen, wenn es computeranimiert ist. Und einen Film für 360 Grad in der Form zu machen, ist noch sehr kompliziert, weil das ein sehr, sehr, sehr neues Medium ist. Und da wäre der Film viel, viel teurer geworden und nicht so in dem visuellen Aufwand, in dem wir den Film gemacht haben, möglich gewesen. Also es war auch eine Entscheidung, es ist günstiger, den Film zu animieren, wie ihn real zu drehen. Hast du vor, einen 360-Grad-Film mit echten Menschen zu drehen, auch wenn du die Mittel dazu hast? Ja, also wir haben ja jetzt mehrere Filme in 360 Grad gemacht. Das Medium ist so neu, dass wir immer rausfinden müssen, wie macht man denn überhaupt einen Film für einen Dome, für eine 360-Grad-Kuppel, damit der Zuschauer auf dieser riesigen Leinwand, die um den Zuschauer rum ist, auch der Geschichte folgen kann. Und ja, wir sind am Überlegen, einen ersten Film auch real zu drehen. Und wo liegen die Grenzen beim Drehen von 360-Grad-Filmen? Sehr interessante Frage. Es ist so, dass manche Sachen in der Kuppel besser funktionieren. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass der emotionale Eindruck ist irgendwie intensiver im Dom. Es wirkt anders. Man hat ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man in der Kuppel sitzt. Und man kann nicht alles in der Kuppel machen. Ich glaube auch nicht, dass jede Art von Film, ein James-Bond-Film, glaube ich, wird man sich nicht im Dom anschauen. Der ist besser auf der Kuppel aufgehoben. Entschuldigung, auf dem flachen, herkömmlichen Bildschirm im Kino aufgehoben. Wurde der Film speziell fürs Deutsche Museum gedreht oder kann man den noch irgendwo anders anschauen? Nein, das ist jetzt toll, dass wir den Film im Deutschen Museum zeigen können, weil seit ungefähr einem Jahr hat auch das Deutsche Museum ein Planetarium mit dieser 360-Grad-Projektionstechnik. Aber er wurde für alle Planetarien, die diese Projektionstechnologie haben, weltweit gemacht. Und wir haben schon Anfragen aus aller Welt und unsere Filme sind immer fast überall auf der Welt zu sehen. Ist es möglich, 360-Grad-Filme auch in 3D anzuschauen? Ja, ich kann dir nachher was zeigen. Wir haben auch ein Verfahren, um Stereo 3D im Dom zu machen. Da muss man eine Brille aufsetzen und dann sieht man den Film auch in stereoskopisch, ja, in 3D. Wie lange hat es gedauert, Limbrado zu drehen? Also ich selber habe 3 Jahre dran gearbeitet, zwar nicht jeden Tag, aber das Drehbuchschreiben hat schon ein Jahr gedauert. Da habe ich aber immer wieder mal dran geschrieben und auch andere Sachen gemacht. Und die Produktionszeit hat über ein Jahr, 16 Monate gedauert. Wie viele Menschen waren an der Produktion beteiligt? Mit allen wissenschaftlichen Beratern und Designern und jedem, der bei dem Projekt mitgeholfen hat, waren es ungefähr 60 Leute. Ein 360-Grad-Film zu sehen, ist so, als wäre man in der Geschichte dabei. Würdest du gerne nur noch solche Filme im Kino sehen? Naja, es gibt Filme, die, einen Woody Allen-Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, oder es gibt bestimmte Filme, die, finde ich, sind im Kino besser aufgehoben. 360-Grad-Film halte ich sehr geeignet für edukative Inhalte, für Inhalte, die man in so einer unterhaltsamen Art und Weise erzählt, wo man über ein Thema, das auch Kindern gefällt, berichtet und das in eine spannende, lustige Geschichte einbettet. Da finde ich den Dom und die 360-Grad-Leinwand viel geeigneter. Du hast ja schon ein paar aufgezählt, aber welche Filme sollte man auf gar keinen Fall in der 360-Grad-Version anschauen und warum nicht? Das kann ich dir nicht sagen, ob man bestimmte Filme gar nicht anschauen kann. Das Thema ist auch ganz neu und es entwickelt sich erst. Im Moment weltweit gibt es 2000 Planetarien
die diese Art von Filmen zeigen können. Und die zeigen hauptsächlich Dokumentationen, Filme, wie es wir machen, Edutainment-Filme, also eine Mischung zwischen Unterhaltung und Education und Bildung. Dann gibt es Musikfilme und erste kurze, real gedrehte Clips sind es allerdings nur. Aber das meiste, was gezeigt wird, sind eigentlich Dokumentationen über das Universum, über verschiedene Themen zum Universum. Willst du auch mal einen Actionfilm in der 360-Grad-Version drehen? Ja, also wir denken drüber nach, so einen Film zu machen. Das ist aber ganz am Anfang und da würde es um ein Raumschiff gehen, in dem Menschen leben und auf Abenteuer und durchs All fliegen. Warum willst du das machen? Ja, das hängt von der Geschichte ab, an der ich da gerade dran bin, aber wir wollen ja immer Geschichten erzählen, die uns etwas über das Universum erzählen und da wird dann wieder neue Aspekte über das Thema Universum einfließen in die Geschichte. Man muss sich sehr konzentrieren, damit man versteht, über was es überhaupt in dem Film geht und was die Figuren eben reden. Magst du selber im Kino solche Filme anschauen, wo du erst überlegen musst, was das eigentlich bedeutet, oder lieber einfach mal so zum Entspannen? Ja, ich mag natürlich auch einen Film sehen, der entspannt und bei dem Film geht es ja um ein Thema, das gar nicht so einfach ist und darum muss man dann schon auch überlegen und vielleicht muss man den Film auch sich nochmal ein zweites Mal anschauen. Ich habe auch gehört von Leuten, dass sie erstmal so beeindruckt von den Bildern sind, dass man gar nicht auf den Text hört und man müsste ihn dann nochmal anschauen. Und es ist auch so, dass wenn man den Film von einem verschiedenen Platz aus, wenn du dich auf einen anderen Platz sitzt, ist es fast so, wie wenn du einen neuen Film siehst, weil der sieht ganz anders aus. Ja, weil dadurch, dass er in 360 Grad gemacht ist, ist da dieses räumliche Bild da. Und das führt dann dazu, dass der Film von jedem Platz aus ein bisschen anders ausschaut. Für welche Altersgruppe ist Limbradur am besten geeignet? Ich würde sagen von 8 bis 12. Aber es gibt... Wir haben den auch schon sehr vielen älteren Kindern gezeigt, Erwachsenen gezeigt und wir haben sehr spannende Feedback oder Rückmeldungen bekommen, dass auch Erwachsene noch was dabei lernen, weil das Thema auch viele Erwachsene noch nicht kennen. Der Weltraum ist riesig. Was würdest du gerne darüber wissen, was bisher noch nicht erforscht ist? Oh, das ist eine schwierige Frage. Was würde ich gerne wissen, was noch nicht erforscht ist? Ich glaube, dass sehr viel noch nicht erforscht ist. Ja, es ist ein riesiges Thema, das Universum und unser ganzes Leben. Es ist wirklich faszinierend. Und je mehr man in diese Themen eintaucht, umso mehr entdeckt man, dass wir noch nicht wissen. Wird es später auch Filme geben, da wo es nicht nur oben an der Decke gezeigt wird, sondern auch unten am Boden? Mhm. Ja, ich habe jetzt eine Anfrage von einer Firma, die baut gerade ein Kino, das genauso ist, wie du es beschreibst. Da ist der Film oben und dann ist eine Glasplatte und dann ist der Film auch unten. Und vielleicht habt ihr das schon gehört, dass es Brillen gibt, die man aufsetzt und man kann da Filme sehen. Habt ihr das schon gehört? Ja. Virtual Reality nennt man das. Und wenn man so eine Brille aufhat, dann siehst du auch oben und unten. Ja, da ist nicht nur die obere Hälfte, sondern auch die untere Hälfte drin. Und das kann man aus unseren Filmen auch machen. Man kann die so rausrechnen, dass man auch die untere Hälfte sieht. Hast du einen Musikwunsch für unsere Sendung? Gerne auch den Song zum Film? Meinst du, dass ihr einen Song spielt? Genau. Da könnt ihr den Song spielen, der im Film drin ist, oder von David Bowie, Space Oddity.
Oder ich, es kommt auch ein Film, im Film ein Stück vor, das heißt ja Floating. Und das könnt ihr auch spielen. Habt ihr das mal angehört? Nein. Nein? Das kommt im Film immer vor. Ja. Ja. Kannst du bitte zum Schluss unsere Hörer der SYPO-Show auf 92,4 mit deinem Namen und deinem Beruf grüßen? Ja, ich grüße alle eure Zuhörer. Mein Name ist Peter Popp. Ich bin Regisseur und Autor und produziere 360 Grad Filme für Planetarien. Und ja. Ich danke euch. Ja, es war sehr nett. Across the universe in the second in the world.